Die besten Angebote in Supermärkten, Kaufhäusern oder in Online-Portalen sind meist verlockend, aber oft schon weg, wenn man sie kaufen will. Und damit herzlich willkommen hier bei Galileo. Aber solche Angebote erfüllen ihren Zweck. Sie locken uns an. Nicht mit uns, denkt sich da unser Alltagstuner. Hier sind seine Tipps, wie Sie doch an die Lockangebote kommen. Es gibt sie, die echten Schnäppchen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Discounter-Rabattaktionen schon lange im Voraus planen? Oder dass man auf Fernbusportalen auch an günstige Bahntickets kommt? Hier ist der erste Alltagstuner-Tipp für Lokangebote über Hotlines. Klar, Superschnäppchen will man sofort kaufen, aber dann das. Stundenlang hängt man am Telefon in der Warteschleife. Wie lange haben Sie denn schon auf Antwort gewartet? Bei mir 3/4 Stunde. Ich, keine Ahnung, so 15 Minuten. Eine Stunde? Halbe Stunde. Ich glaube, das längste war 35 Minuten oder so. Das ist sehr nervig, äußerst nervig. Vor allem diese Musik, die man sich dann anhören muss. Das muss nicht sein. Es gibt einen einfachen Trick. Landen Sie bei einer automatischen Computeransage, sagen Sie doch mal nichts oder reden Unsinn. Bla bla bla. Bla bla bla. Wenn der Computer nach dreimaliger Rücksprache nicht versteht, was der Anrufer will, leitet er weiter zu einem Mitarbeiter. Wir haben es ausprobiert. Es hat geklappt. Daher der Tipp vom Alltagstuner: die Computeransage austricksen. Übrigens, Anbieter wie gethuman.com listen die Kundendienstdurchwahl vieler großer Firmen auf. Praktisch, nie wieder nervige Bandansagen. Und rufen Sie nicht mittags oder nach Feierabend an. Zwischen 12 und 14 sowie ab 17 Uhr herrscht bei den Hotlines Hochkonjunktur. Durchkommen fast unmöglich. Dranbleiben für noch mehr Tricks. Lockangebote gibt es auch hier, in den Werbeprospekten der Supermärkte. Billige Gummistiefel, die Gartenschere zum Aktionspreis und auch das Lieblingsgetränk ist im Angebot. Doch im Geschäft die Ernüchterung. Alles schon weg. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Wenn es halt nicht der Erste bist, dann gibt es das nicht mehr. Ja. Noch in langen Fragen unterhalten, ja. Nach Hause gehen. Was willst du machen? Vorbei ist vorbei. Kann man halt nichts machen. Dann fährt man zurück und hofft, dass man es vielleicht am nächsten Tag noch mal bekommt. Ärgerlich. Aber rein rechtlich haben Kunden keine Chance. Händler müssen Sonderangebote nur angemessen lange vorrätig haben. Das heißt 2 Tage. Manchmal hilft es, mit dem Filialleiter zu sprechen. Vielleicht hat der noch was im Lager. Aber der ultimative Tipp vom Alltagstuner: der Handel plant seine Angebote weit im Voraus und veröffentlicht das auch in Newslettern. Wer sich anmeldet, erfährt früher von den Preisaktionen. Dann klappt's auch mit den nächsten Schnäppchen. Mehr als 2 Millionen Menschen reisen jährlich mit der Bahn. Auch da am liebsten mit Schnäppchenpreisen wie für 29 Euro durch Deutschland. Aber ganz ehrlich, bekommt man diese Schnäppchen wirklich? Sie locken damit, es sieht schön aus, aber wenn man dann wirklich versucht, einen Monat davor was zu buchen, dann gibt es diese Angebote wirklich gar nicht. Das ist auch ein Fake, ne, finde ich. Also ich habe es noch nie erlebt, dass das 29 Euro kostet. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man die so leicht kriegt. Und wenn, dann sind sie sofort weg, glaube ich. Wer bei Zeiten dran ist, hat die besten Chancen. Tickets gibt es frühestens 91 Tage vor dem Reisetag. Wer zum Beispiel für den 2. April buchen will, kann das ab dem 1. Januar um genau 0 Uhr. Der Alltagstuner-Tipp: den Buchungstermin von Apps wie Firstbooker ausrechnen und sich dann automatisch rechtzeitig erinnern lassen. Und noch 2 Tipps. Über Vergleichsportale für Fernbusse bietet die Bahn auch günstige Tickets an. Das Besondere: die Fahrkarten bekommt man nur über diese Portale. Zwar wird man auch dann zur Deutschen Bahn weitergeleitet, die Tickets sind jedoch deutlich günstiger als auf normalem Weg. Oder ein Ticket mit Startpunkt im Ausland buchen. Losfahren darf man damit nämlich auch in Deutschland und sogar beliebig oft ein- und wieder aussteigen. Der Spartrick: das geht 30 Tage lang, denn so lange sind diese Fahrkarten gültig. Und noch mehr zum Thema Reisen. Auch für die Flugbuchung hat der Alltagstuner Spartipps. Wie versuchen Sie denn, an billige Flugtickets zu kommen? Also so ein Jahr davor oder so halt. Ja. Tendenziell eher früh buchen, weil wenn man sich wirklich auf Last-Minute-Angebote verlassen will, klappt das nicht ganz so. So früh wie es geht? Ja, so früh wie es geht. Ist immer billiger, wenn man früher bucht, oder nicht?
So pauschal kann man das nicht sagen. Aber laut Statistik stellen die Fluglinien ihre Tarife für die kommende Woche immer dienstags um 18 Uhr ins System. Wer dann bucht, spart am meisten. Und es kommt auch auf den Flughafen an. Viele Billigfluglinien fliegen Airports an, die niedrigere Gebühren verlangen, wie zum Beispiel London Stansted oder London Heathrow. Tipp: den billigeren Flughafen ansteuern und so Geld sparen. Und noch was für Unerschrockene. Am Freitag, den 13. oder an Silvester fliegen, das sind unbeliebte Reisetage. Tickets gibt's da besonders günstig. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und jetzt kommt Licht in den Tarifdschungel beim Strom. 200 Euro zurück für Neukunden, locken die Anbieter. Aber Vorsicht, dafür müssen sich Kunden auf 2 Jahre an ein Unternehmen binden. Dann ist der Strompreis vielleicht im ersten Jahr günstig, steigt aber im zweiten ordentlich an. Tipp: nur wenn der Neukundenbonus sofort ausgezahlt wird und man sich nicht zu lange binden muss, ist es ein Schnäppchen. Apropos, wie finden Sie denn die besten Schnäppchen? Preise vergleichen. Ja. Jetzt online oder im Shop oder im Mediamarkt. Diverse Shops gehen und gucken. Ja, gucken. Ich glaube, ich würde fast schon erst im Internet schauen, Angebote vergleichen, dann vielleicht nochmal in den Laden gehen und nachschauen. Aber dauert schon ewig. Man geht da, dann sagt man, ja komm, ich gehe morgen, guck dort. Nächsten Tag gucke ich noch dort. Das geht auch einfacher. Zumindest beim Online-Shopping. Tipp: nutzen Sie Preiserinnerungen von Portalen wie Spotster. Diese Portale verknüpfen sich mit über 1000 Online-Händlern. Im Portal ein Produkt suchen, den maximalen Preis angeben und die Anbieter versprechen, ist der gewünschte Artikel zum Wunschpreis verfügbar, kommt eine Info per Mail. Ein paar Apps muss ich mir noch zulegen, glaube ich. Probier's aus. Das war's vom Alltagstuner. Jetzt aber schnell los. Schnäppchen machen. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.